Herr Limburg, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben, um einige Fragen nochmal zu diskutieren, die auch jetzt hier auf dem DLM-Symposium diskutiert wurden. Im Umgang mit der aktuellen Berichterstattung in Japan haben die Öffentlich-Rechtlichen ja bislang ein sehr gutes Bild abgegeben. Sat.1 hielt sich anfangs noch etwas zurück. Wann kam die Entscheidung, die Berichterstattung doch auszubauen? Also wir haben an dem Freitag, an dem das Beben war, beschlossen, dass wir mehr Nachrichten machen, haben das auch sofort umgesetzt, haben Kurznachrichten gesendet und haben dann übers Wochenende weiter diese kurzen Nachrichten gesendet, sodass der Zuschauer bei uns eigentlich immer die Chance hatte, sich zu informieren. Wir haben erst am Sonntag dann angefangen, längere Sondersendungen zu machen. Welchen Stellenwert haben Nachrichten und weltgeschichtliche Ereignisse in Ihrer Sendergruppe, besonders unter der Betrachtung, dass N24 als eigener Nachrichtenkanal im vergangenen Jahr ja verkauft wurde? Ich glaube, der Verkauf von N24 hat keine Rolle bei der Betrachtung gespielt, wie wir jetzt Nachrichten definieren und Informationen, sondern wir haben insgesamt, glaube ich, eine gute Aufstellung, was das Thema anbelangt. Wir können tatsächlich jeden Tag auf allen Sendern Nachrichten machen, zu verschiedenen Zeiten, von morgens bis abends. Wir sind jederzeit dazu in der Lage. Wir haben Dokumentationen im Programm, wir haben Reportagen, wir haben Galileo. Wir fangen an mit einer Talkshow jetzt bei Sat.1 am Montag mit Klaus Strunz, 1 gegen 1. Das einzige politische Talkshow-Format im privaten Fernsehen. Also ich glaube, wir sind bei dem Thema Information, müssen wir uns nicht verstecken. Jetzt, wo Sie die neue Talksendung 1 gegen 1 mit Klaus Strunz schon angesprochen haben, das Genre hat es ja relativ schwer gehabt. Glauben Sie trotzdem, dass die Sendung erfolgreich werden kann? Ich glaube, sie wird erfolgreich werden, weil sie ein journalistisches Format ist. Mhm. Ich kann Ihnen keine Quotenprognosen geben und ich glaube auch, das ist in diesem Fall nicht das erste Ziel, dass man damit jetzt sozusagen eine Riesenquote einfährt, sondern das Ziel ist, dass wir insgesamt, glaube ich, ein größeres Maß an politischer Relevanz erzielen und dass wir eben auch vielleicht Zuschauergruppen, die sich sonst nicht so sehr für Talkshows interessieren, wenn es uns gelingt, da den einen oder anderen mit Politik ein bisschen näher zu bringen, glaube ich, und politischer Information, dann haben wir schon ein großes Ziel erreicht. Würden Sie dennoch Bereiche als Informationschef in der Sendergruppe ändern? Das ist ja eine kontinuierliche Diskussion, in der man sich befindet. Und natürlich will man, derjenige, der für Information verantwortlich ist, möchte immer am liebsten immer mehr noch an Information machen. Das ist ein Austausch. Und wenn es mehr gefragt ist, wie jetzt in dieser Woche, wo wir bei Sat.1 wirklich sehr, sehr viele Nachrichten, Informationsprogramme von morgens bis abends senden, dann wird auch mehr Information gemacht. Also die Chance ist ja da. Und dass das ein natürlicher Vorgang ist, dass man immer mehr Information senden möchte, wenn einem die Information so am Herzen liegt, ist das, glaube ich, ganz natürlich. Herr Limburg, vielen Dank und weiterhin Ihnen einen positiven, guten Prozess. Vielen Dank. Dankeschön.